Hallo, Painless vom Pokermarket hier. Ich will euch heute mal den Pokerer Moneybet vorstellen, der bei relativ vielen Usern doch unbekannt ist, aber die Games dort eigentlich sehr gut sind und ja, man keinen Hut hat und deswegen ist es relativ abwechslungsreich ist für Leute, die 1, 2, 3 Tische mit reinmixen wollen in ihr regulären Mix. Um alle Vorteile vom Pokermarket genießen zu können, klickt einfach hier auf den Banner Sign up for Fish hier und danach werdet ihr direkt auf die Unibet-Seite weitergeleitet. Und müsst dort eure ja, persönlichen Daten eingeben. Kennen wahrscheinlich fast alle von euch. Und wenn ihr das erledigt habt, kommt ihr zurück zu der Pokermarket-Seite. Und hier müsst ihr dann eure Daten eintragen. Da braucht man als erstes den Screenname, den ihr ja, bei der Anmeldung eingebt. Eure E-Mail-Adresse, mit der ihr euch anmeldet. Und dann die Account-ID. Um eure Account-ID zu finden, meldet ihr euch auf der Unibet-Seite an und habt ihr hier oben diesen Reiter, wo ihr seht, wie viel Geld ihr auf dem Konto habt. Ich habe momentan keins, weil ich Unibet nur sehr unregelmäßig spiele. Und dann öffnet ihr den Reiter und hier ist diese Benutzernummer. Diese Benutzernummer hier braucht ihr, um euch vollständig bei Pokermarket zu verifizieren und das ist die Account-ID. Die gebt ihr ein und dann drückt ihr auf Submit und dann werden die Daten automatisch alle an Pokermarket weitergeleitet und die kümmern sich um euer Tracking. So, ja. Unibet an sich ist ein Anbieter, der relativ viel anbietet. Also Sportwetten, hat ein Casino, ein Live-Casino, kann man auch Bingo spielen. Und natürlich auch eine Pokerabteilung, das ist die einzige, die uns interessiert. Ja, hier kann man die Software runterladen. Dann, ja, wichtig für viel, einige ist vielleicht, dass man eine mobile App hat. Also kann man auf seinem Tablet mal spielen, wenn man in der Uni ist oder wenn man auf dem Sofa sitzt und nichts zu tun hat. Man hat verschiedene Identitäten und die kann man am Tisch wechseln. Das werde ich euch allerdings dann im Gameplay zeigen, dann Challenges von Unibet, also irgendwie gewinnt eine Hand mit 7-2 auf und ihr haltet Bonuspunkte. Unibet Open ist eine eigene Turnierserie, dann haben sie noch natürlich Multitable-Tournaments für Turnierspieler. Und dann hat man hier noch Poker-Promotions, die eigentlich relativ oft updated werden und ja, für jeden was anbieten. Momentan läuft hier die King of Flips-Krone, also muss man gegen den ja, Computergegner flippen, also quasi wie beim Blackjack und dann. Wenn man gewinnt, kriegt man Preise und wenn man verliert, kriegt man keinen Preis. Ja, und als nächstes wollen wir dann mit dem Gameplay fortfahren. So, und jetzt machen wir weiter in der Unibet Software. Also, wenn ihr die euch einloggt und die Software öffnet, sieht das wie folgt aus. Hier oben ist so ein kleiner Werbebanner. Hier könnt ihr die Spieltypen auswählen, die ihr spielen wollt, also Cash Game, normale Turniere oder Multitable-Turniere. Und da ich Cash Game Spieler bin und ja, nur zwei Karten Poker spiele, also Texas Hold'em, habe ich hier die Texas Hold'em ausgewählt. Allerdings gibt es hier auch Omaha Traffic ein bisschen und Banzai Texas. Das habe ich allerdings noch nie gespielt, also kann ich euch nicht viel darüber erzählen. Dann, ja, hier auf der Leiste kann man sie nur unter Settings, Standardsachen wie ein einfaches Deck einstellen, Avatare zeigen, nicht zeigen, Sounds ausstellen, Animationen. Sollte eigentlich jeder ambitionierte Pokerspieler kennen. Und dann hier noch eine Besonderheit von Unibet. Hier mein Forum-Nickname, mein Avatar ist dieser Ganja-Mann. Und dann kann man sich hier noch neue zulegen. Also man kann mit bis zu anscheinend fünf verschiedenen Identitäten spielen. Und demnach kann man sich zum Beispiel Painless 1, 2, 3, 4 nennen. Ist natürlich nicht so schlau, weil man dann von den Regulars erkannt wird. Und man kann halt jedem, ja, Avatar oder jedem Nickname neuen Avatar zuweisen. Ja, und wie ihr oben seht, ich habe jetzt 50 Euro auf dem Konto und da wir natürlich nach striktem Bankroll Management spielen, setzen wir uns natürlich sofort an einen 25-Tisch. Ich denke, 2 bei 1 sollten reichen für uns. Und dann starten wir das mal. Maximalbetrag. Und jetzt wartet die Software immer, bis die Hand zu Ende ist, bis ich an den Tisch gesetzt werde. So lange pause ich das Video mal. Oder auch nicht. Ja, ich habe eingestellt, dass ich hier als, dass die Games in Cents angezeigt werden, also 25 Euro sind 25.000 Cents. Ist für Freizeitspieler vielleicht ganz interessant, weil sieht einfach nach mehr aus, als es eigentlich ist. Und jetzt warten wir, muss hier mehr eingeblendet werden. Ja, da geht es auch ganz vielversprechend gleich los. Ace Queen auf für Big Blind. Raise vom Button. Ja, spielen wir mal so 2 auf 10, also haben wir erstmal Pot Size, dann hier ein bisschen hoch. Läuft sehr snappy, die Software, wie ihr sehen könnt. Also brauchst du meiner Meinung nach von dem
von der Spielgeschwindigkeit und Bedienbarkeit nicht vor den großen Softwares zu verstecken. Und dann war meine Hand einfach ein Mack. Ja. 10-3 off ist keine Hand, die wir spielen wollen, also folden wir. Hier oben kann man noch Standardsachen machen, wie in die Einstellungen kommen, den Tisch auf Vollbild vergrößern, Cascade Tables, also dass die Tische alle hintereinander weg sind, dann Tile Tables, was jeder von euch kennen sollte. Und hier kann man ja rebuyen, weil Unibet ist Freizeitspielerfreundlich und da gibt es keine Auto-Rebuy. Ist halt für Regulars nervig, lockt vielleicht ein paar Freizeitspieler an. Aber naja, kann man nichts machen. So, jetzt pausiere ich das Video mal, bis ich eine spielbare Hand bekomme, wie man ein bisschen Postflop spielen kann. Ja, haben wir Glück gehabt. Nächste Hand. 8-7 off, geopend am Button mit einem Min-Raise. Ist vielleicht ein bisschen loose, aber ich will euch mal zeigen, wie das ganze Postflop hier aussieht. Und deswegen habt ihr einfach mal gespielt. Gegen Small Blind Cold Caller hat keinen vollen Stack. Denke ich mal, wird nicht besonders gut sein. Aber das Board ist. Ja, ich. Wir betten einfach. Ich will jetzt nicht zu viel Strategy hier machen. Und der Küchenfold, also eigentlich eine sehr gute Software meiner Meinung nach, wenn man ein paar Tische adden will. Auf jeden Fall zu empfehlen, weil die Games sind auch sehr fischig. Und ja, ich wünsche euch hiermit viel Spaß auf Unibet. Falls ihr Fragen habt, einfach im Forum schreiben oder support@pokermarket.com per E-Mail. Und dann helfen wir euch weiter. Macht's gut, viel Glück an den Tischen.